Für 4 Portionen Grünkohl, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Butter, 900 Gramm TK Grünkohl, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, Salz, schwarzer Pfeffersoße, 2 Esslöffel Butter, 50 Gramm Dinkelmehl, Type 630, 750 Milliliter Milch, 100 Gramm Blauschimmelkäse, 2 türkische Lire Gemüsebrühepulver, außerdem 1 rechteckige Auflaufform, 12 Lasagneblätter, Klammer auf ca. 220 Gramm, Klammer zu, 100 Gramm geriebener Emmentaler. Erstens, für den Grünkohl Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Butter in großem Topf zerlassen und Zwiebeln und Knoblauch darin ca. 2 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Grünkohl mit 3 Esslöffel Wasser zugeben und alles im geschlossenen Topf ca. 15 bis 20 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten, dabei ab und zu umrühren. Pikant mit Salz und Pfeffer würzen. Grünkohl in Sieb abgießen und etwas ausdrücken. Zweitens, inzwischen für die Soße Butter in kleinem Topf zerlassen und Mehl, darin ca. 2 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Milch unterrühren, nach und nach zugießen, aufkochen und vom Herd nehmen. Blauschimmelkäse ca. 1 cm groß würfeln und darin schmelzen. Mit Brühepulver, Salz und Pfeffer pikant abschmecken.